Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy hier auf meinem Kanal. Wir folgen Sebastians Questreihe weiter und treffen uns mit ihnen vor den Minen. Schon leicht vorbei. Warten auf die Dunkelheit. Jawohl. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es, so wie auch Schloss Rookwood und Isildoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Rivelio. Da vorne sind sie. Geh du voran. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Aber wenn du nicht so willst, hast du tatsächlich mehr. Eine große Mahnung. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Geht's da rechts rein? Dieser Tag ist schon viel zu lang. Nein. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der... Rivelio! Will den Rand vorbeischleichen. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Wo geht's denn hier hin? Rivelio! Wir kommen schnell voran. Okay. Was gehört euch denn alles? Oh, dann gehen wir mal in die Mine, wa? Ein bisschen schleichen hat schon was für sich. Rivelio.
Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Du hattest den Zeitpunkt, in den ich meine Mutter bekommen habe. Bitte, so groß wie Salatköpfe. Renrock, diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Na, das sieht ja nicht gerade einladend aus, oder? Oh, Malvenkraut, das ist gut. Revelium! Wie gehen wir vor? Konfrinko! Da nicht hin. Revelio. Ja, das haben wir schon mal. Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Ja, das mag sein. Okay, da rutschen wir jetzt unter Garantie runter. Wie unverschämt! Sind hier zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Konfinko! Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Kümmern wir uns gleich drum. Revelium. Die übersehen? Tiefer unten, okay. Impulse, was sein ist. Ach, hier. Vingatio Leviosa. Revelio. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften.
Revelium. Confringo! Liegt da auch runter, oder? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich rutsche hier runter. Umwerfend. Revelio. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Netter Ausblick. Da geht's hoch. Da kann man auch hoch. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Ja. Revelio. Konflikt. Das mit den Zaubern ist eine feine Sache, muss ich ja schon gestehen. Revelio. Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. War Koboldleichen, auch nicht schlecht. Revelio. Yes. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Lumos. Lumos. Extreme Danger. Ja. Da müssen wir jetzt erstmal reingehen. Lumos, Lumos. Revelio. Nice. Lumos. Konfringo.
Wir nehmen uns alles. Alles, was wir finden. Revelio. Schauen, aber nicht gehen. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Revelio, ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Da geht's nicht links. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Rutsch mal schön rein, ja. Imperium! Haben wir wohl die berühmte Hufflepuff-Treue. Holla, lieber Fee. Revelio. Gut. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Konfringo! Wir sehen uns in Ruhe. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Confringo! Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Revelio. Okay, das sind die drei. Auf geht's.
Rivelio. Schick, nice. Das Buch brauchen wir bestimmt. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja. Sieht ja alles schick aus hier. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nicht nur an seine Augenerinnerung erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Und dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Die Schrift ist echt nicht gut. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Da ist doch ein Weg, hm? Da geht's doch weiter. Rivelio. Dann schauen wir uns doch mal hier um. Ah, so ein toller Spiegel, wie üblich. Kurz Reise. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Ah ja, Leinwand. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Der wird ein bisschen böse. Ja, das war wieder ein nettes Abenteuer. Sehr spannend.
Ich freue mich schon auf das nächste. Ja gut, dann sehen wir uns dort wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.